Herzlich willkommen zurück bei Astroneer. Ich musste leider in meine Schutzhöhle gehen, denn es gab hier draußen einen Sturm, als ich gerade nicht aufgenommen habe und das Spiel habe laufen lassen. Glücklicherweise habe ich das noch bemerkt, dass der gerade herankam, sonst wäre ich schon wieder gestorben. Aber alles gut, ich habe ansonsten nur diesen einen Ding hier gesetzt, dass ich da drin stehen kann, ohne zu sterben. Ich habe ein bisschen nach Informationen gesucht hier für dieses Teil und das kann man dann auf einen Truck draufsetzen oder Rover oder was rüber, was ich aber noch nicht habe. Das ist aber nicht so schlimm. So. Und ich würde gerne noch ein bisschen dieses Teil da untersuchen, denn da gibt es noch ein paar Ressourcen, die ich vergessen habe. Ich hätte einfach noch ein bisschen krabben sollen, aber wie es denn so ist. So, mal gucken, hier ist doch, da ist irgendwas. Oh, da ist was. Lustig. Ein Einsitzermodul, das haben wir schon hergestellt, also bringt jetzt nicht so viel. Aber hier ist Lithium. So. Kupfer. Super geil, da müssen wir das nicht finden. Organische Ressource. Packen wir da oben rein. Ach, nehmen wir das Ding noch mit. Ist das sonst noch irgendwas hier? Oh, das sieht so aus, als... Mal gucken, ob wir hier noch mehr finden. Ein bisschen ausgraben. Ein bisschen Ausgrabungen einstellen. Vielleicht gibt es hier noch was? Weil ich wusste nur von denen da in der Mitte, dass da noch ein bisschen was gibt. Dass es da ein bisschen was gibt, aber ansonsten hier sieht nicht so aus, als würde es hier noch was geben. Das ist ja das, was wir schon mal gefunden haben. Ja, okay, dann war's das. Nehmen wir das mit. Noch so ein Sitz. Gut, renne. Oh, irgendwie ist auch die Framerate ein bisschen runtergegangen. Ich glaube, das kriegt man schon ganz schön mit. Ist nicht so toll. Nicht wirklich. Ist nicht so toll. Also vorher hatte ich konstante 60 FPS. Das ist ein ganzes Stück runtergegangen auf... paar 30. Kann sein, dass ich dann einfach das Video auf weniger FPS cutten muss. Aber das tut mir dann prinzipiell sehr leid, aber... Naja, kann man nicht zu viel dran ändern dann erstmal. Denn ich spiele auch auf einer relativ hohen Auflösung. Von daher, also 2K ist jetzt nicht so extrem hoch, aber hoch genug, dass das Spiel wahrscheinlich damit Probleme kriegt. Gut. Beziehungsweise, ja. Auch Aluminium, ich hab ja jetzt Zeug eingesammelt eben. Das könnte ich eigentlich mal hier ausladen. Das ist einmal Lithium. Aluminium und Kupfer. Das Aluminium ist für die... Nein, nicht hier. Hier drüben, für die Fahrzeugbucht da. Genau. Und ansonsten haben wir nur Energie mit und diese lustigen Teile hier. Die wahrscheinlich auch das Problem von der Framerate sind, aber das ist nicht so schlimm. Gehen wir mal wieder ein bisschen in die Höhle. Beziehungsweise schauen hier oben noch ein bisschen rum, was wir so finden können. Und gehen wir mal den bekannten Weg wieder runter. So, das Ding backt da auch noch rum. Machen wir ihm mal ein schöneres Loch, dass es nicht backen muss. Einfach so liegen kann. Gut. Hier haben wir ja auch schon was gefunden. So, nee, das war der Treibstoff. Aber hier, da. Unter diesen Teilen ist auch was. Ich könnte schon wieder zurücklaufen, ey. Nee, das mache ich jetzt nicht. Guck einfach mal hier, was es hier noch so gibt. Au, au, au. Was ist das?
Ah, die Dinger greifen mich an. Das Gas greift mich an. What the hell? What the fuck? Das greift mich echt an. Hier, das... Okay, jetzt verblasst es. Als ob mich das explizit angreifen würde, ey. Krass. Kann man das irgendwie abbauen? Dass es das nicht mehr tut? Wegrennen, wegrennen, wegrennen. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Wenigstens so ein bisschen. Oder ein Teil davon. Hat auch keine Lebensanzeige irgendwie so. Das heißt, man weiß gar nicht, wie viel Leben man noch hat. Okay, bis hierhin kommt's nur. So, wenn wir hier ein bisschen abbauen. Jetzt habe ich's beseitigt. Ja, wunderbar. Okay, ich wusste gar nicht, dass es so Gefahrenzeug gibt. Ich dachte, es wäre eine friedliche Simulation, aber. Ist natürlich auch nett. Aber ich habe da ein bisschen Angst vor, weil mir es eben schon Schaden gemacht hat. Sag ich mal. So. Gucken wir mal, was es hier gibt. Da gibt es noch mehr davon. Ein drittes. Fuck. Nein, nein, nein. Jetzt mache ich das kaputt. So, jetzt kann es mir. Okay, das verfolgt. Ach, wie das einen verfolgt hier. Wo nehme ich das mit? So, und das schaffen wir nach Hause. Ich hoffe, dass nicht nur einfach was Organisches drin. Aber könnte natürlich sein. Und was wir brauchen, ist mehr Kupfer und mehr Aluminium. Und ja, ich möchte euch mal so auf ein paar kleine Details hinweisen, die es so in dem Spiel gibt, die ich ziemlich cool finde. Momentan sieht man es nicht so, aber das Solarpanel hat Reflexionen, also wenn Sonne ist natürlich und man läuft so, ist euch vielleicht in den ersten Video schon aufgefallen, dann reflektiert das. Oh, cool. Und auch der Helm, der reflektiert das, was man aktuell sieht. Oh, ein Habitat. Ich erforscht. Kommt das trocken? Was ist ein Habitat? Das ist noch so ein... Oh, kann ich so ein Ding unter der Erde aufstellen? Was prinzipiell ja eine neue Basis darstellt. Ah, das ist cool. Dann könnte ich mir eine Basis unten in der Höhle machen und dort einfach auf Tour gehen. Brauche ich Gemisch für. Habe ich hier Gemisch gelagert irgendwo? Es ist alles weg. Alles weg. Okay, Gemisch gab es da hinten. Okay, gehen wir mal suchen. Also es ist im Prinzip hier sehr ressourcenarm irgendwie, mein Fleckchen, wo ich bin. Das ist sehr schade. Da gibt es Energie. Da hinten war das. Oh, bis dahinter laufen, ey. Aber gut, was soll's. Was passiert eigentlich, wenn ich die Dinger hier wegnehme? Oh. Hallo. Okay, das hat geklappt. Okay, das sollte ich nicht tun. Die wegmachen. Was ist das da hinten? Ist das auch wieder? Einfach, Energie hätte ich gar nicht mitnehmen müssen, so viel. So, haben wir schon zwei. Ah, mehr gibt's nicht. Das ist da auch wieder. Ah, sieht nach Sauerstoff aus, einfach nur. Okay, cool. Mal gucken, was wir hier noch so finden, wenn wir einmal hier hinten sind. Hier hinten sind. Höhleneingang. Nett. Und das da hinten sieht nach einem Compound-Zeug aus. Oh, Energie. Nehmen wir jetzt mal nicht mit. Ja, nicht Compound. Gemisch nennt sich das ja. Englisch wäre Compound. Da ist so ein gelbes Stachelding. Da könnte man was drunter finden. Da gibt es Harz.
Nehmen wir hier ein bisschen noch mit. Kann ich da jetzt nicht zu viel mitnehmen, weil mein Anzug ja schon voll ist. Sonst liegt es einfach nur noch rum. Oh oh, das hört sich nicht gut an. Oh 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 oh. Ich hoffe, das kommt nicht hierher. Falls doch, habe ich ein Problem. Ich nenne das den Miniaturschutzhügel-Loch. Okay. Okay, es zieht wahrscheinlich relativ gut an mir vorbei. Ja, okay, super. Oh Mann, ich hatte schon Angst, hier zu sterben jetzt. Wo war dieser? Da ist das gelbe Spike-Ding. Hier muss da noch eins gewesen sein. Ah, da ist Sauerstoff. Das nehmen wir das einfach mal mit. Dann können wir länger rummachen hier. So. Und einmal voll. Wunderbar. So, wo war ich jetzt? Da habe ich gebaut. Was ist das da? Das, was abgestürzt ist. Das sieht gut aus. Noch zum irgendwas. Ach, hier ist das gelbe Ding. Oh, noch blöd. Das ist was Grünes unten dran. Unbekannt, Forschung. Okay, nehmen wir mal nicht mit. Falls ich hier was mitnehmen muss von dem Ding da. Oh, hier unten hängt auch was. Das wäre nett. Hier gibt es auch so viel zu entdecken. Ey, das ist unglaublich, ey. So viel Zeug. Oh, das sieht aber nett aus. Da gibt's Titan und Compound. Rucksack voll. Ja. Und dann gibt es da auch noch was. Ha, ist auch versteckt im Boden. Kupfer. Ich lasse das mal hier. Jetzt weiß ich, dass hier was ist. Ich könnte. Das ist ein Leuchtfeuer. Oh, das war schlecht. Leuchtfeuer, genau. Brauchen wir ein Leuchtfeuer? Können wir mich hier hinsetzen? Auf den Boden. So, dann können wir noch was mitnehmen. Extra. 50% Sau. Wow. Das ist kein gutes Zeichen. Los. Rennen, Mann, verdammt. Nicht hier rumsliden. Oh, da unten ist welcher. Perfekt. Das war auch nicht gut. Ja, ist schön. Bau den fucking Sauerstoff ab. Puh. Unten gibt es noch mehr, notfalls. Aber ich hole jetzt einfach mal das, was ich eben gefunden habe. Da oben. Dieses Zeug hier. Da, denn das. Genau, dann machen wir uns auf den Weg nach Hause. Wieder 50% Sauerstoff. Guck mal, ob dieses Teil hier, das da schon wieder was produziert hat. Ich würde gerne das mitnehmen. Na komm. Komm. Jetzt sind wir natürlich langsamer. Ein ganzes Stück langsamer. Ich glaube, ich sterbe hier schon wieder. Oh ne, da oben gibt's. Gibt es Sauerstoff? Den holen wir uns. Na komm, warum kann ich das hier nicht... Hallo? Warum kann ich das nicht abfahren? Achso, mit. Na los. So, andere Taste. Ah, gut, dass hier so viel ist. Okay. Sind wir erstmal wieder halbwegs voll? Was ist da so blau da hinten? Das ist auch Sauerstoff? Bin ich hier gerade voll blöd dran vorbeigelaufen? Ach nee, das habe ich unter der Erde gesehen hier eben. Von weiter weg, da hat das Rendering nicht ganz gepasst. Hat mir angezeigt, dass hier was ist. Okay, keine Energie. Nicht so schlimm. Okay, jetzt haben wir wieder ordentlich
Sauerstoff. Nehmen wir das Ding mit. Und laufen nach Hause. Eieieiei. Ist man echt am Überlebenskampf hier. Okay. Bestens so ein Habitatmodul oder sowas dabei haben. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich denke. Dass man es einfach aufstellt und Chup hat mal Energie und. Na, Energie nicht, aber Sauerstoff. Wäre super. Noch besser wäre ein Truck. Ein Truck zum. Oder ein Rover zum Transportieren von. Zeug und vielleicht hat er dann auch so eine unbegrenzte Sauerstoffversorgung, das wäre auch cool. Weil man kommt echt nicht weit ohne Sauerstoff. Ja, 50%. Schon wieder. Aber da vorne ist ja die Quelle. Das heißt, ich sollte definitiv so einen Rover bauen. Wie habe ich. Ah, hier ist noch Compound. Ah, das muss ich mir merken. Ist hier sich noch was versteckt in der Nähe? Da muss ich nicht so sehr weit. Ah, komm da, das ist kürzer. Wieder mal sticken hier. Gut, dass ich diese Teile gebaut habe. Hey, ja. So. Was auch gut ist, dass ich zwei Sauerstoffbehälter dabei habe. Oh, Titan. Ist jetzt nicht so. Das, was ich unbedingt haben wollte, aber was soll's. Was soll's. Wir haben es erstmal. Gut. Ne, hier wollte ich ja gar keinen Compound. Oh. Was habe ich eigentlich den Compound gefarmt? Das habe ich schon wieder vergessen. Dafür brauche ich Aluminium. Ja, habe ich Aluminium gefunden? Nee, nur Kupfer. Was wollte ich mit dem. Ach so, genau. Ha. Wollte so ein Modul hier basteln. Genau. Das Anklicke? Ja, wunderbar. Und los. Gucken, was da passiert. Dann kann ich den Rest auch noch hier hinsetzen. Ja, und jetzt? Kann ich das? Was passiert? Oh nein. Nein, zurück. Kann ich das wieder wegmachen? Kann ich. Das ausgraben? Hallo. Ich will das weg haben. Ah, mit Control kann man Dinge ebnen. Eben machen. Sehr, sehr angenehm. Oh, keine Energie. Habe ich jetzt gerade die ganze Basisenergie verbraucht. So, wie kriegt man dieses Ding hier wieder weg? Spiel wird gespeichert. Super. Ich will es aber nicht speichern. Das war definitiv ein Fehler. Dieses Ding da hinzusetzen. Oh. Naja, gut. Compound ist ja relativ unendlich, also machen wir es einfach neues. Aber gut zu wissen, dass man so leicht eine Basis neu erstellen kann. Kann man das auch irgendwie in den Rucksack packen? Okay, also nicht auf den Button drücken, wenn man das Ding noch haben möchte. So, und dann kann ich da ein Solarmodul dran machen und es dann mitnehmen. Oh ja, das ist ja super. Kann ich das rumtragen? Inklusive Solarmodul. Unter der Erde macht das nicht so viel Sinn, aber ich würde gern doch da hinten gehen oder doch unter die Erde. Weiß nicht, ob unter der Erde Wind scheint. Aber, Moment. Sauerstoff bekomme ich von dem Ding, ja. Sauerstoff bekomme ich, gut. Das ist ja schon mal was. Und dann nehmen wir das und gehen unter die Erde. Trage ich mal was unter die Erde.
Ja, das war ein bisschen fail mit dem einen Ding da. Aber was soll's. Hätte mir eigentlich klar sein müssen, dass ich, dass diese Teile... Ah, jetzt, ja, jetzt kommt Energie. Wahrscheinlich durch Wind oder irgendwas. Wird wieder aufgeladen, das ist schön. Ich weiß gar nicht, ob ich zwei Basen damit auch verbinden kann. Diese Energieteile. Achso, ich wollte noch viel weiter runter. Weil dann muss ich nicht so ewig viele Strippen legen. Beziehungsweise kann sogar hier unten eine Forschungsstation aufbauen. Prinzipiell. Hätte mir gerade eine ziemlich gute Idee, weil dann muss ich nicht so weit laufen mit dem ganzen Teil. Und vielleicht kann man so ein Habitat-Modul auch auf einen Rover draufsetzen, also auf so ein Fahrzeug dann. Müssen wir mal sehen. Aber prinzipiell eine unbegrenzte Sauerstoffversorgung unter der Erde ist auch geil. Energie kriege ich ja eh langsam, beziehungsweise können notfalls Pflanzen vernichten. So, jetzt muss ich mir merken, wo ich hier, mehr oder weniger merken, eigentlich muss ich mir nicht merken, wo ich herkam. Und zwar von da oben schräg. Und da oben schräg bin ich nämlich rausgegangen. Das letzte Mal. Und gekommen bin ich von da unten. Habe ich das Ding gesammelt? Ja. Genau. Und dann bin ich da runtergegangen. Naja. Eieiei. Weil... Was gibt's hier? Oh ne, da bin ich nicht runtergegangen. Aber da gibt's auch irgendwas zum Einsammeln. Also wenn ich mir das so anschaue, vom Sauerstoff her, müsste ich jetzt schon langsam die Rückreise antreten. Wenn ich nicht dieses Ding dabei hätte. Okay, so. Also doch nicht da lang, sondern da bin ich hergekommen. Da war ich auch schon kurzzeitig. Da will ich aber auch wieder hin. Glaube ich jedenfalls, dass ich da war. Vielleicht auch nicht. Aha, was ist das hier? Gibt es auch wieder was zu forschen? Ja, laufen wir doch mal da hoch. Ich muss nur rechtzeitig eine Stelle für die Basis finden, wo sie gut aufgehoben wäre. Eigentlich den einen großen Raum, den ich das letzte Mal gefunden habe, der war cool. Weil da gab es einiges an Zeug. Oh ja, das sieht eventuell gut aus da hinten. Genau, hier ist Platz. Genau, hier kann man... Hier würde ich das hinsetzen. Upp. Und super geil. Jetzt habe ich natürlich kein Harz dabei. Ha, 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 ha. Oh, da ist gar nichts drunter. Oh. Das ist aber schade. Dann halt nicht. Was soll's? Vielleicht da? Aber ist ja nicht so schlimm. Zeigt das das? Ja, das zeigt es auch als Home an. Oh, hier habe ich irgendwas gefunden. Was ist das? Laterit. Oh, Aluminiumerz. Hahaha. Das nehmen wir uns mit. Das brauchen wir. Das brauchen wir für die Fahrzeuge. Irgendwo habe ich auch Energie aufgesammelt, glaube ich. Was will ich denn damit? Das blockiert auch nur Inventarplätze. Also... Ab dafür hier. Jetzt sind wir jetzt da oben dran. Weg damit. Machen wir hier eine Verbindung nach da drüben. So. Oh, nehme ich auch mal ein bisschen Licht. Was auch sehr schick ist. Wieder solche Giftspuckdinger da, glaube ich. Aber das ist mir erstmal egal. Jetzt haben wir erstmal so viel wie möglich von dem Aluminiumerz. Ach so, die Dinger hier ist Energie. Ja. Okay,
deswegen. Sieht so aus, als wäre es hier alle. Oh. Wenn man gleichzeitig Kamera dreht, während man abbaut, dann... Und dann wieder die Kamera loslässt, dreht es trotzdem weiter. Das ist nicht so schön. Au! Ah! Ah, was? 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 Nein! What the fuck? Was? Was zum... Was zum... Okay. Hier, wir geben uns wieder darunter. Die Dinge sind nicht zum Kuscheln da. Okay, ich habe jetzt einmal Sauerstoffpflanze mitgenommen, um einfach den Weg zu überbrücken, weil es ist ja ein ganz schönes Stück Laufweg darunter. Ah, halt, Harz mitnehmen. Ha, umso besser. Umso besser ist, dass ich so gefailt habe, weil dann kann ich da Harz mitnehmen. 3 Stück für eine Forschungsstation. Oder noch mehr. Ich weiß gar nicht, was eine Forschungsstation noch braucht, aber bestimmt Compound. Aber das sollte ja auch nicht unbedingt das Problem sein. So, da ist Compound. Compound Gemisch. Bin schon einmal das englische Wort gelesen und schon habe ich hier plötzlich die englischen Begriffe. Das Gras verarscht einen auch, ey. Das müsste hart sein, ja. Das ist ja unser... So, Harzabbau-Ding. Eieieiei. So, ich hätte gern 3 Stück komplett voll. Ja, muss super. Keine Energie, aber was soll's. Und dann nehmen wir mal vorsichtshalber noch Compound mit. Ne, nicht da unten. Auch sehr schick. So. Fast wäre ich wieder da runtergefallen. So. Ich weiß nicht genau, die... Ich glaube, es war Gemisch, was die Gebäude dann gebraucht haben. Ja, reicht. 2 Stück reicht definitiv. Ah. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, ja, Sauerstoff geht nämlich sau schnell aus eigentlich, ey. Gut, dass ich diese Behälter habe normalerweise. Jetzt muss ich mir nur wieder das da unten finden. Dieses Stachelding. Ich habe hier schon übelst weit den Weg gelegt. Gut. Aber gucken wir mal, ob wir das schaffen. Ich habe nicht erwartet, dass diese Dinger... Ich wollte ja dann weg, aber das ging ja nicht mehr. Dass diese Dinger so pieksig sind. Ich glaube, das ging dann wieder hier hoch. So, ich kann das jetzt vielleicht sagen, sagt mir, wenn ich falsch bin, aber... Ich könnte jetzt wieder sagen, sieht gut aus gegenüber dem von vorhin. Ja, sieht gut aus. Mann, oh Mann, oh Mann. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hoffe, mein Dings existiert noch. Da hinten, meine Leiche. Sieht auch so aus. Dieses X da markiert wahrscheinlich die Leiche. Lüp, lüp, lüp. So, dann 1, 2. Und dann... Treibstoffkondensator. Nein, Forschung. Gemisch. Genau. Aha, aha. Die Forschung braucht ja auch Energie. Wie kriege ich denn die Energie hier runter? Aber es soll jetzt erstmal Leiche einsammeln. Beziehungsweise ich kann ja auch die Energiedinger da einsammeln, die da hier überall rumgeistern. Das ist mir egal, wenn ich das verbrauche. Das stört ja nicht. Genau, und schon ist voll. Das ist doch super.
So, diese Teile sind also gefährlich. Diese Pilze. Hätte ich nicht gedacht. Vielleicht auch die Teile da. Ich mache einfach mal alles weg hier. Ich hoffe, die sind nicht mehr gefährlich, wenn ich sie ausgebuddelt habe. So. So, wie kriege ich das jetzt? Ja. Okay. Hey, wo ist mein zweiter? Ach, da oben ist der zweite Sauerstofftank. Ich wollte schon sagen, wo ist es denn hin? So, Energie-Ding. Das nehmen wir einfach mal so mit. Eigentlich würde ich dieses Energieteil dort gerne hin platzieren. Würde ich mich gerne hier lassen. So, dann haben wir nämlich hier unten Energieproduzent-Teil, Produzierteil. Das kann auch hier bleiben. Das auch. Dann habe ich perfekt hier unten Energie übrig. Leuchtfeuer brauchen wir jetzt nicht, aber die Verbindung würde ich auch gerne wieder mitnehmen. Gut, da haben wir schon mal zwei Aluminiumerze. So, und für die Forschung hätte ich jetzt eigentlich gehofft, dass hier unten mehr ist, was man erforschen kann. Vielleicht gibt es hier einfach... Ja, oh, perfekt. Diese Teile. Und bekommen da einfach brauchbares Zeug raus. Und muss nicht so ewig weit laufen. Ist doch eine super Idee gewesen, finde ich, oder? Was sagt ihr dazu? Lasst mir doch einen Kommentar, wie ihr diese Idee findet. Von mir. Ja. Braucht natürlich Wahnsinnsmengen an Energie, so eine Forschung, aber... Pff. Oh, sogar was Brauchbares, was ich eventuell noch nicht habe. Filter. Sah zwar aus wie ein Solarmodul, aber... Was können wir denn filtern? Können wir jetzt hier was mehr bauen? Energiezellen. Tank, Verbindung, Batterie haben wir schon. Solarmodul, Windfahne. Filter. Komm einfach mal. Guck, was das ist. Wir haben eh einmal Compound übrig. Ah. Oxygenfilter. Das wäre geil, wenn das uns... Wenn das die Luft filtert und uns Sauerstoff gibt. Oder verbraucht er sich jetzt? Das wäre super geil. Oder so? Ist er dann aktiv? Wäre vielleicht auch so aktiv gewesen? Wenn wir dann viel weniger verbrauchen. Sag nicht, jetzt ist hier unten auch Party mit Steinen. Ich hoffe mal nicht, dass das irgendwie... Ja, eigentlich sind wir ja unter der Erde, es sollte uns nichts passieren. Das finde ich krass, wie cool dieser Sturm ist, der so über die Erde, über den Boden fegt so und so. Das ist richtig nice, also. So, los geht's hier, Forschung. Jetzt kann ich auch mal so viel erforschen kann, dass es sich so richtig lohnt hier. Oh, Lithium. Können wir noch mehr Batterien bauen? Okay, gucken wir mal, was wir noch machen können. Hier gibt es ja noch einige Teile, hoffe ich mal. Schon wieder Energie eingesammelt, ey. Aber diese sind nicht so aggressiv hier, diese Teile. Was? Es könnte auch sein, dass sie aggressiv gewesen wären. Oh, der Filter ist da oben. Gucken wir mal. Was der genau macht, wäre interessant. So, das war weg. Ich will da nicht so nah hingehen. Ich glaube, die Teile explodieren nämlich auch dann einfach. Einfach mal so. Also es ist nicht ungefährlich hier unten, aber hier gibt es viel Energie zum Einsammeln. Also Angst brauche ich ja, glaube ich, nicht haben, dass es hier unten die Energie ausgeht.
Hm. Aber ich muss dich mal testen, wie schnell das ganze Ding auch mir fehlt jetzt. Ja, glaube ich, sogar ein bisschen Energie bei dem Ding. Da kriegst du Energie. Oh, hier ist auch was zum Forschen. Ha. So, rüber damit hier. Das ist nicht voll, doch, ist voll. Aber irgendwie Pflanzen habe ich unten jetzt keine gesehen. Mit dem Generator war eigentlich eine ganz coole Idee. Aber ob es so richtig funktioniert hat, weiß ich nicht. Oder hätte. So, mehr Lithium und hier mehr zum Forschen. So. Gucken wir mal, was wir noch ausbuddeln können. Was es hier noch so Schönes gibt. Da dampft irgendwas. Ich hoffe, das ist nicht schon wieder so ein Ding, was mir Schaden macht. Vielleicht ist der Filter aber auch... Was ist das? Was ist das hier? Kann man vielleicht irgendwann mal so thermalenergiemäßig was draufsetzen. Aber gut. Was soll's. Jetzt habe ich hier die Dinger gedroppt. Was soll's. Sammle ich später ein. Erstmal das Zeug dahinter schaffen. Ich hätte vielleicht auch, da ich hier momentan nicht unbedingt so viel, einfach ein bisschen mehr Inventarplatz zu haben, kann ich auch das, die Dinger hier platzieren. So. Und dann das schon mal dahin und dann kann sich das entladen. Kann ich das nämlich forschen, dann muss ich nicht so oft hin und her laufen. Aber hier ist ja auch noch... Das leuchtet irgendwie nicht mehr. Wenn man das einmal angegraben hat, leuchtet das nicht so wirklich. Hm. Na gut. Holen wir halt die Energie, die da rumliegt. Auch hier noch. Überall liegt noch Energie rum. Richtig Verschwendung, wenn ich sie nicht mitnehme. So, das machen wir so und das machen wir. Machen wir das auch. Nee, das fliegt weg. Ah, nein, zurück. Komm wieder her. Hallo. Will ja gar nicht so nah hingehen, ey. Ist das jetzt kaputt? Nein. Geht weg von meinem... von meiner Ressource. Na, vielleicht kann ich es nicht anheben, weil das Inventar voll ist. Ach, was auch immer. Gut, gucken wir mal, ob es jetzt geht. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hallo. Was ist denn jetzt kaputt mit dem Ding? Ist kaputt gemacht durch Rumschmeißen. Mist. Mist, 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 Mist. Aber okay. Ich glaube, das war's für diese Folge. Denn wir sind schon wieder leicht Overtime. Das heißt, bis zum nächsten Mal. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen und vielleicht ein Abo da. Und ansonsten, bis bald. Euer Stein.